Genau so sollte es ausschauen. Freunde. Sowas hat mich so oft enttäuscht. Jeder kennt solche Gewürzregale, aber damit ist jetzt Schluss. Hi, ich bin der Dominik und das ist dein 30 Sekunden Küchentipp, wie dein Gewürzregal schwuppsdiwupps zusammengekommen ist. Ich habe mir dann einfach einmal diese Gläser bestellt und das abgefüllt und beschriftet. Seitdem schaut das so pipifein aus und ich habe so die Freude damit. Das ist echt nur eine Kleinigkeit, aber macht es unbedingt noch und folgt mir für den nächsten 30 Sekunden Küchentipp.